Und das, ja, ich sollte öfter unter Zeitdruck aufnehmen, dann habe ich vielleicht auch mehr Bock. Also zusätzlich. Ihr wisst schon, was ich meine. Das, ne? Ich würde es ja nicht machen, wenn es mir keinen Bock machen würde. So ist er nicht. So. Und vergesst ja nicht ein Like da zu. Halt's Maul. Die Diskussion hatten wir auch schon mehrfach, ne? Also ich mit mir selbst. Die Kommentare dazu habe ich bis jetzt nicht gelesen. Ich weiß auch nicht, wie viele da kommen werden zu meinem Monolog unter Folge 61. Ich hoffe, viele. Wenn nicht, schaut zurück zur Folge, hört sie euch an, was ich dazu sagen hatte. Vielleicht wisst ihr auch noch ein paar schlaue Worte dazu. Dann passt das. Und dieser Zweigbereich decayt nicht richtig, oder? Oder doch? Ich meine, ich kann mal einen Creeper hochschicken, aber ich glaube, decayt, okay. Okay. Nein, nein, nein. Oh, du Drecksau. Was habe ich denn da für Setzlinge hier bekommen? Eichensetzlinge, naja. Hat er mir jetzt den Plant Ground hier zerstört? Naja, es geht noch. So, dann machen wir hier mal ein kleines Pflänzchen hin. Leuchten den mal so passiv ein bisschen an. Wartet mal, machen wir mal so. Dass er in Ruhe wachsen kann und dass er halt auch einfach das Licht bekommt. Ja, bau die Fackel wieder ab, so. Okay, dann schauen wir mal, was daraus wächst. Wir sind jetzt ausgestattet, würde ich sagen. Wir haben Eisenerz sogar gefunden. Wir haben noch ein bisschen Kies dabei. Was haben wir denn? Wo ist denn unser Holz jetzt? Da ist das Eichenholz und hier ist das Dschungelholz. Ja, das ist ja mehr als genug. Und da ist mal wieder ein Creeper, der uns auf die Eier gehen will. Grüß Gott. Da hat er jetzt lang überlegt, ob er überhaupt in die Luft geht, ne? Aber wirklich anhaben können die uns ja nichts mehr, dank unserer Rüstung. Das Loch lassen wir mal, das stört hier eigentlich keinen. Da haben wir noch ein paar Knöchchen. Die können wir mal gleich mal ausrüsten, falls der Hund noch da ist. Würde ich den gern haben. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Hallo? Rottenflesh. Ach nee, jetzt habe ich mich wieder in der Richtung verhaspelt oder was? Ach, hör mir auf. Ich glaube, wir müssen da lang. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ja, okay, alles gut. Hier sind so viele Pferde, ich würde die gerne alle zähmen und einsperren. Und jetzt Reittiere benutzen, wäre cool. Aber wir haben halt auch noch keinen Sattel. Ich weiß gar nicht, was man dafür braucht. Ich nehme mal an Leder. Ist ja auch pervers, ne? Tötet das eine Tier, um auf dem anderen zu reiten, ist schon irgendwie. Naja. Inzwischen könnte man das ja alles synthetisch herstellen, aber trotzdem sind die meisten Pferdesattel dann doch noch echt Leder. Zumindest die klassisch gehaltenen. Es gibt ja moderne, die sind dann aus einem speziellen Stoff, so ähnlich wie Kevlar. Also nicht wirklich wie Kevlar, aber von der Macher, der vom Gefühl her. Das fände ich schon besser. Wo ist denn der Hund? Hund? Hey, der Hund ist weg. Ach komm. Ja, im Haus war er ja nicht. Und da kann er jetzt auch nicht mehr rein, weil ich habe ja Fenster reingemacht. Wäre natürlich gut, wenn es der Hund ist, weil der hat schon 5 Knochen gefressen. Da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er jetzt mitkommt. Aber offensichtlich muss ich jetzt erstmal was mampfen. Offensichtlich ist Hundi weg. Ach komm. Wir waren jetzt auch ein paar Minuten weg, ne? Ist klar, dass der dann irgendwann noch weiterzieht, aber schade eigentlich. Na gut. So, ich würde hier gerne noch einen Vorbau hinmachen. Und zwar in der Breite hier. Dass hier quasi so ein Gang entsteht. Das heißt, wir machen jetzt erstmal zack, 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 zack. Und dann brauchen wir den hier. Und die hier. So. Und wie groß machen wir das? Ich würde mal sagen, so. Sollte eigentlich mehr als ausreichend sein, oder? Ja. Es soll ja auch noch ein Dach kriegen und das wird dann zu viel, wenn wir da jetzt noch großartig rumbaldosern. Jetzt müssen wir mal. Hep, hep.
Okay, also das wird jetzt dann die neue Tür. Und hier würde ich dann auch wieder zumachen, soweit. Allerdings ein bisschen anders, da habe ich was im Kopf. Und zwar bräuchte ich dafür Zäune. Habe ich denn noch Zäune? Nicht. Habe ich exakt alle Zäune aufgebraucht? Das kannst du mir doch nicht erzählen. Ha, okay, krass. Ich brauche erstmal Holz. So, ein bisschen was kann man ja herstellen, dann machen wir so. Und dann brauche ich ein paar Zäune. Es müssen nicht viele sein, 6 Stück sollten reichen. So, nimm die Sticks mit. Ich würde hier vorne gerne keine Fenster machen, sondern das so ein bisschen wie ein Verschlag machen, dass hier dann das Ganze mit Holz verkleidet ist. Da müssen wir jetzt aber nochmal gucken, wie wir das genau anstellen. So. Ich dachte, dass wir das so machen vielleicht. Sieht das aus? Ich weiß nicht so recht. Nochmal kurz. So. Spitzhacke sollte noch reichen. Sieht irgendwie komisch aus. Wenn wir das... Wenn wir hier doch Fenster... Ich weiß nicht, wie das jetzt aussehen würde, wenn wir hier Fenster reinmachen. Dann sieht es, glaube ich, ganz gut aus. Lass mal schauen. Man zieht erst auf ersten Mal die Steine rein. So. Also wir machen das jetzt erstmal so. Zack. Hier geht dann die Tür rein. Hier muss natürlich noch Boden rein. Das hier wird rausgerissen und das alles hier nach vorne gezogen. Da können wir hier den Druckplatz schon wegmachen. Dann bleibt die Tür schon mal offen. Offen. So. Was wollte ich jetzt? Ich brauche Fensterscheiben. Sind die hier drin? Ja. Können wir hier gleich was weglegen. Machen wir mal die Erde weg. So. Sieht denn das aus? Macht er das überhaupt? Nee, ne? Nee, macht er gar nicht. Okay, dann wartet mal. Dann machen wir es so. Wo sind denn die ganzen Fenster? Ich habe die ja nicht alle verbraten. Hier. Dann tauschen wir die mal kurz aus und schauen mal, wie das mit den echten Fenstern wäre. Wir haben ja genug. Wir haben ja genug Glas. Das ist jetzt überhaupt kein Thema. So und so. Ja, nee, das geht auch nicht, weil der Zaun nicht ans Fenster anschließt. Ja, das ist ja kacke. Oder lassen wir das ganz offen hier einfach. Aber das funktioniert auch nicht, weil dann können halt auch wieder Viecher rein, ne? Wie wär's denn, wenn wir... Ich glaube, ich lasse es erstmal so. Oder wir machen es eins länger. Oder eins kürzer. Dass halt nur eins in der Mitte ist. Weil so sieht es irgendwie komisch aus. Wir verkürzen das Ding einfach nochmal. Wir verkürzen es um eins und versetzen das, dann sieht es ein bisschen besser aus, denke ich. Wir sind jetzt hier stark am Rumbauen, aber immerhin auch produktiv. Das verwundert mich nach wie vor. So, das kommt wieder weg. So, und der kommt auch wieder weg. So, jetzt haben wir es. Okay. Zack, zack, zack und aua. Und zack, zack, zack. Ich glaube, ja, das, ja. Ja doch, das sieht besser aus. Das sieht ganz okay aus, finde ich. Dass wir hier so ein bisschen Verschlag haben, dass das hier ein bisschen weniger modern ist hier vorne. Man hatte früher jetzt auch nicht unbedingt die Möglichkeit, unbedingt Fensterscheiben zu haben. Dann hat man es halt eben so gemacht. Oder mit Fensterläden. Und hier ist ja der Eingangsbereich, da kann man das schon so machen, würde ich behaupten, ja. Okay, dann bauen wir hier mal ab. Ich baue noch Wooden Slabs dann. Dass der Eingangsbereich hier auch schön rund ist. So. Und so. Können wir hier auch nochmal... die Teile wegreißen, weil die brauchen wir hier vorne nicht. Druckplatte habe ich schon dabei. Zaun brauchen wir erstmal nicht mehr, dann Glas auch nicht. Dann schauen wir mal, ob wir noch Slabs haben. Wir haben noch ein paar. Ich glaube bloß nicht, dass die reichen, aber wir haben noch massig Eichenholzbretter, ja, ohne Ende.
Okay, erstmal die Slaps hier. Hier, hier, hier. Was jetzt mit der Hand machen? Ich glaube, habe ich noch eine Schaufel dabei? Nee, doch. Ich habe noch eine. Das Eichenholz brauchen wir auch nicht. Dann nehmen wir die Schaufel. Dann geht es nämlich ein bisschen schneller. Wird es schon wieder dunkel? Oh wei.